Hi und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Es müsste Freitag sein. Wartet, lass mich mal ganz kurz auf meine Liste gucken. Ja, es ist Freitag. Wenn man so vorproduziert, da kommt man ganz schnell durcheinander. Ich sag's nur. Ja, heute ist Freitag. Bei euch, bei mir immer noch nicht. Ja, bei mir ist gerade Donnerstag, um ehrlich zu sein. Also, ich bin auch kurz vor einem Freitag. Ja, und heute ist es wie folgt. Ich möchte mit euch mal über ein Thema reden. Etwas, was auch euch betrifft. Es ist Weihnachten gewesen und die Weihnachts- und jeder hat sich Geschenke gegeben. Die einen Geschenke sind gut, die anderen Geschenke sind nicht so gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei mir dieses Jahr ist. Ich drückte mir also noch die Daumen. Könnt ihr gar nicht mehr. Es bringt ja auch gar nichts mehr. Bei euch ist ja Weihnachten schon gelaufen. Ja, ich drücke mir die Daumen, dass es noch klappt und ja. Auf jeden Fall, aber dann irgendwann nach Weihnachten kommt dieser Moment, wo dann alle in die Läden rennen und umtauschen. Und irgendwie finde ich das so schade, weil ich meine, auch wenn dir ein Geschenk nicht gefällt, finde ich, dass es trotzdem von Herzen von jemandem gekommen ist. Und ja, ich finde es dann schade, wenn du dann losrennst, es umtauschst gegen etwas anderes, was dir vielleicht besser gefällt oder gar Geld und man gar nicht mehr die Mühe des anderen beachtet. Ich meine, etwas, wo ich zum Beispiel sei, so immer froh bin, ist, wenn andere für mich rausgehen und mir Geschenke holen und ich dann einfach nicht selber raus muss. Und ja, oder wenn ich irgendwelche Sachen bekomme, die ich dann wieder weiter benutzen kann, wie wo Büchsen oder Dosen, wo ich mir dann immer denke, ja, vielleicht ist die Dose jetzt nicht die schönste Dose in der Weltgeschichte, aber ich kann wenigstens Sachen reintun, die ich zum Beispiel sonst nirgendwo hin tun könnte. Ich habe zum Beispiel eine Keksdose irgendwo rumstehen, in der habe ich ganz viele USB-Sticks, die nicht mehr funktionieren drin. Ich weiß auch nicht, warum ich die da behalte, aber ich habe die halt noch. Vielleicht Nostalgie. Ja, und es ist einfach schade, wenn du dem anderen sein Geschenk dann umtauschst und damit dem anderen das Gefühl gibt es auch, ja, es gefällt mir nicht, ich mag es nicht. Und was ich schwierig finde, ist natürlich auch diese Umtauschregelungen, weil dann darfst du ja gar nicht auspacken. Und wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der da sich was ganz Kreatives einfallen lassen will und zum Beispiel ein Spielbrett braucht aus einer Spielesammlung, um daraus etwas für dich zu basteln und du dir dann sagst, denkst du, so, ich würde es lieber umtauschen. Und dann die Läden gar nicht umtauschen lassen und du dann zu dem anderen hin musst und sagen, ich brauche jetzt eigentlich den Kassenbon, weil, ey, dein Geschenk, es ist nicht das, was ich haben wollte, dann finde ich das irgendwie schade, weil ich habe dann das Gefühl, dass man den anderen damit schon ein bisschen verletzt und auch ein bisschen kränkt. Ich weiß nicht, wie es ist, weil ich nie Geschenke mache, ich hänge mich immer nur an. Aber ja, ich weiß eben, wie es ist, wenn ich sehe, wie viel Gedanken sich jemand macht um das, was er dir schenken möchte oder auch jemanden oder einfach nur den dann mag und das dann gar nicht gewürdigt, geachtet oder gar irgendwie ja, geschätzt wird. Und das finde ich einfach, wenn ihr jetzt gerade heute dieses Video seht, dann müssten die Läden wieder auf sein bei euch und dann denkt einfach nochmal drüber nach, ob ihr das Geschenk wirklich umtauschen wollt oder ob ihr es nicht vielleicht einfach nur jemandem anders schenken möchtet, unauffällig. Weil das könnte dann sein, dass sich der andere darüber mega freut und für den ist das dann vielleicht eine Riesensache und ja, so kann man auch Geld sparen, wenn man die Geschenke, die einem selbst nicht gefallen, weiterschenkt, weil dann entsteht so eine ewige Kreislauf des Weiterschenkens, bis es jemand hat, der sich wirklich darüber freut und ja. Für diesen einen Menschen lohnt es sich doch schon mal drüber nachzudenken, das Geschenk nicht wieder umzutauschen, sondern zu behalten. Und vor allem, umgetauschte Geschenke, glaube ich, werden gar nicht mehr weiterverkauft. Und denkt mal an die Ressourcen, die dabei verloren gehen. Wir haben nur eine Erde. Also denkt auch mal an morgen. Denkt grün und behaltet die Geschenke. Ja, das wollte ich euch heute mal so sagen und mal ein klein wenig die Moralkeule schwingen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag trotzdem noch. Geht nicht raus und tauscht eure Geschenke um. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Geschenke habt, die ihr umtauschen hättet wollen. Oder ob ich euch überzeugt habe, dass ihr sie behaltet und niemand anders schenkt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.